Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Seven Days to Die. Letzter Magnum-Schuss, den ich mitgenommen habe. Ich dachte, Hier hier haben wäre wir doch irgendwo was zum Heilen. Irgendwo. Oder auch nicht. All systems go. How may I help? Ein hoher Sprung, ein tiefer Aha. Bisschen Müll. Eine Handtasche. Okay. Ja, da war so ein verstecktes Teil und dann ist es nur eine Handtasche. Ja, so enttäuscht war ich auch. Das ist toll. Findest du? Nein. Gut, das sind wir schon zwei. Hast du Militärstiefeln? Ja. Stufe 6? Ja. Okay, ich habe auch noch Stufe 6 Militärstiefeln gefunden. Vielleicht sind sie besser. Vielleicht. Schauen wir kurz noch, was meine haben. Meine haben Rüstungswert 10,4 und Explosionswiderstand 10,5. Okay, Gott im Moment, ich muss schnell etwas abbauen. Ja. Wieder Munition für meine Magnum. 10,4 sagst du. Ich habe 10,6 und 10,7. Und kritischer Widerstand 5. Da habe ich 6. Okay. Also es lohnt sich nicht wirklich. Gut. Meine Magnum nehmen, nachladen. Oh, ich bin oben angekommen. MG ist bereit. Sehr gut. Zombies, kommt raus. Ach ja, da kommt die kleine Armada. Gut.
Das ist ein Holz. So, dann gehe ich wieder zurück. Ah, verdammt, der hat nicht mehr offen, oder? Der Händler hat es nicht mehr offen, nein. Der und seine seltsamen Öffnungszeiten. Da braucht man jemanden für die Nachtschicht. Eindeutig, eindeutig. Okay, wo ist meine Drohne? Ah, hier. So. Da habe ich noch irgendwas zu looten. Glücklich. Schade. Naja, dann loote ich mal jetzt hier den großen Raum. Muss mir noch das Paket abholen, dann habe ich die Quest auch wieder abgeschlossen. Noch tanken. Nur Brennstoff. Das kann echt sein. So. Hier rein. Ja. So, hier. Sehr gut. Incoming enemies, prepare for conflict. Okay. So, auf welcher Höhe ist jetzt der Aktenkoffer? Der ist auf Stufe 4. Oh mein Gott. Was ist auf Stufe 4?
Das Paket, was ich mitnehmen muss. Aber ich hab's ja satt. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach Hause fahren. Könnte die Quest abgeben, wenn der Typ da wäre. Er ist da. Er macht nur nicht auf. Dann sage ich so, ich könnte auch die Quest abgeben, wenn der Typ erreichbar wäre. Gut. So, dann fallen wir wieder hin. Oh, hier ist sogar noch ein Schatz in der Nähe. Das war's hier, glaube ich, noch schnell aus. Ja. Ja, das ist praktisch, wenn du gerade da bist. Eben. Aber die sind ja noch weg. Achso, der ist mit in der Stadt. Naja, egal. Das ist nur ein minimaler Umweg. So benutzen. Halten. Sonst hält er hier rüber. Brauchst du Kneipenschlägerei Band 4? Warte. Ich habe Kneipenschlägerei komplett voll. Okay, dann brauchst du das nicht mehr. Gut. Nope. Zu wissen. Wissen. Ein Sturmgewehr oder Maschinengewehr? Das mit das hier sein. Wir werden sehen.
Perfekt. Dann hier noch zusammen tackern. Den Schatz war leider nicht wirklich viel drin. Wo war nicht viel drin? In den Schatz war leider nicht viel drin. Okay. Bisschen Munition, das war's eigentlich. So schön. Und wieder runter. Bui. Der Plastik ist hier drüben. Schauen. Nein, haben wir nicht mehr. Gut. Ah, die Bäume sind ganz groß. Sehr schön. Ah, hier ist das Scheihaus. Ja, das ist also auch gehört. Ja. Jetzt hört man von dem nichts mehr. Bitte. Schon mal auf dem Boden. Ja. Aber im Moment packen wir sie noch irgendwo anders hin. Okay. Ist zu viel. Zu viel. So. 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 Ja. Ich habe auch noch eine Robotikdrohne Level 1 für dich, was du willst. Habe ich dir mal auf den Boden gelegt. Ja. Aber natürlich ganz sachte. Ja. Ich werde sie zerlegen. Mach das. Wir haben ja sonst. Du hast ja eine, ich habe eine. Yep. Mehr braucht man ja nicht. Wir haben auch drei neue Dartpfeilen, falls du was damit machen willst. Ja, im Moment haben wir genug. Hm. Wir müssen sie ja nicht ersetzen. Läuft gut. Gut. Wie sieht's denn eigentlich hier unten schon aus mit dem Bunker? Ist auch nicht wirklich was gemacht worden, oder? Steht von auch nichts da. Meiner Seite aus nicht, nein.
Okay, da müssen wir auch irgendwann mal ein paar Crafting Station unten hinten bauen. Dass wir damit weitermachen. Ja, ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass der Händler aufmacht, dass ich mein Zeug verkaufen kann. Obwohl, warte mal. Ich kann dir noch ein paar Bücher geben, vielleicht hast du die noch nicht. Die habe ich tatsächlich alle, so ziemlich alle noch nicht. Oh, damn. Zum Glück habe ich die nicht verkauft. Und schalte nochmal kurz ins Auto von mir rein. Oder ich meine natürlich in mein Motorrad. Da steht's. Habe ich da noch ein paar drin? Gottfried Messias. Stalker. Gut, dass du die nicht verkauft hast. Also ein Buch habe ich noch. Was vielleicht was für dich sein könnte. Okay. Das da. Nee, das habe ich schon. Okay. Gut, und sonst habe ich nichts. Mit so. Ach doch, das da. Das da noch. Aber jetzt habe ich wirklich keins mehr. Das habe ich auch schon. Ah ja. Das ruckelt hier. Seit ich diesen Buch aufgenommen habe, ruckelt. Was seitdem du was aufgenommen hast? Das Buch. Naja. Man hört's. Sollte es vielleicht mal neu starten. Bringt vielleicht was. Obwohl, oder das Buch verkaufen. Oder das Buch verkaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, neu starten vielleicht noch nicht, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich meine Quest wieder verlieren. Ja. Es sind noch 2 Stunden, dann kann ich die endlich abgeben. Ja, das gleiche gilt für mich auch. Was meinst du, kann man einen Händler erschießen? Nee. Okay. Hast du es ausprobiert? Nee, noch nicht. Deswegen frage ich erst. Ja, weil ein Schuss kam und dann okay. Was? Du hast doch geschossen. Ja, der Händler hat noch nicht offen. Da war noch ein Zombie da. Ah, ich dachte, du schießt und dann okay. Der ist doch tot. Ich weiß, dass die echt sterben. Sachen platzieren. Was die Verlangsamungsfallen.
Ach, endlich auf, du Scheißhändler. Fällt er schon auf? Nein, braucht eine halbe Stunde. Die Eisenstachel machen wir 20 davon. Jetzt hat er offen. Ich komme auch gleich. Gut. Muss auch eine Quest abgeben. Mach das. Und hab. Here you go. Don't spend it all. Don't let the door hit you on your way out. Sehr anbietet für die Quest. So. Ist alles besser?
gerade am Nachladen, oder wie? Yep. Und hat er irgendwas Gutes zu verkaufen? Nein. Echt wichtig. Schade. Ja. So viel sag ich auch. Ja, okay. Spielautomat, was bringt das? Hat wirklich nichts von Wert. Vielleicht hat er eine geile Mod. Hat er aber okay. Wir sind schon wieder bei 33 Minuten, also gleich 34 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Oder was sagst du? Klingt gut, ja. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.